Ja, herzlich willkommen bei QSO for You Tech. Heute mit mir, den Steffen, und Servus, hier ist der David aus München. genau. Und wir sind heute mal hier zusammen, weil wir ein neues Format haben auf dem Tech Channel und wie sagt man, Multiplattforming oder wie sagt Naja, man dazu? irgendwie Keine Ahnung. sowas, ja. Irgendwie sowas in der Art. Also wir sind auf mehreren Plattformen. Worum geht's erstmal? Fangen wir erstmal von Das vorne an. Wichtigste. Genau, die Erklärung, was ist es denn eigentlich? Der Tech Talk, den gab es schon mal. Ich bin ganz erschrocken. Vor 3 Jahren haben wir was gemacht. Das hatten wir auch Tech Talk genannt. Da ging es um Simon Unge, wenn du dich noch Ja, erinnerst, das David. ist schon lange, ja. Das hat aber damit jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Damals gab es schon die Idee, bei QSO4U dauert es immer ein bisschen länger, bis wir sowas etablieren. Der Tech Talk ist praktisch das, was ich schon seit langer, langer Zeit mal so vorhatte, ein Podcast-Format, auf der einen Seite, wo wir über aktuelle Themen reden, aber auch Themen uns selbst raussuchen und ihr als Zuschauer auch selber Themen reinbringt. Und auf der anderen Seite haben wir auch Interviews mit drin. Und das war ja so ein lang gehegter Wunsch von mir, weil ich ja eigentlich sehr gerne Interviews mache und weil ich das auch für hochwertigen Content halte, auf YouTube zumindest. Und das wollte ich unterbringen. Das Problem war allerdings, dass sowas natürlich monatlich für so einen Channel wie wir es sind halt relativ schwierig ist, monatlich ein Interview irgendwo offscreen zu drehen. Klar, ich könnte Telefoninterviews machen, gefällt mir allerdings jetzt nicht so. Ich meine, das heißt nicht, dass es sowas nie geben wird, aber hauptsächlich dann schon richtige Interviews und eine richtige Interviewsituation. Und das wird dann unregelmäßig kommen als Special und als festes Format ab jetzt monatlich am ersten Montag im Monat voraussichtlich um 18 Uhr. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wäre gut, Wir ja. geben uns Mühe. Wir Ja, das ist immer versuchen so eine unser Geschichte. Bestes. Ja, wie du das dann eben Ja. in der Postpro, wie das dann abläuft. Dies, das. Aber wir versuchen, dass wir das auf jeden Fall am Montag jeden Monat eine neue Folge raushauen. Und aufgebaut ist es halt so, jetzt erstmal vom Grundgedanken her, dass man sagt, okay, wir haben halt immer ein Top-Thema. Das kann aktuelles News-Thema sein. Das kann aber auch irgendwas sein, wo ihr uns eingeschickt habt oder wo wir sagen, Mensch, darüber wollen wir einfach mal reden. Und da gibt es sehr viele Leute, die da eben was drüber sagen können aus unserer Redaktion. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wer ist da mit dabei? Heute sind wir nur zu zweit. Hat einfach auch den Hintergrund, weil die meisten aus der Redaktion gesagt haben, ja, wir gucken uns den Piloten erstmal an. Haben sie alle Und nicht dann getraut entscheiden wir, hier. ob wir mitgehen. Ja, die trauen sich das nicht zu oder keine Ahnung. Die wollen auf jeden Fall erstmal wissen, wie sieht das Ganze aus. Deswegen drehen wir heute den Piloten ab. Und ansonsten wird es dann bei den nächsten Folgen eben so sein, dass wir uns Leute aussuchen, die vielleicht diese Themen privat in irgendeiner Form oder auch beruflich, es sind ja sehr viele Administratoren bei uns dabei, Admins oder halt eben ITler von Hobbywegen her oder halt auch Leute, die sich mit anderen Themen beschäftigen, sei es jetzt im Studium oder privat. Und wir suchen dann einfach die Leute raus, die halt zu den Themen am besten passen. Und dann hat man da auch immer Leute sitzen, die sich dafür interessieren und die dann auch was dazu sagen können, weil sonst wird das ganze Ja, Format relativ langweilig. genau. Wir wollen ja nicht, dass es Ja. total einseitig wird, sondern dass man auch verschiedene Meinungen hat, dass man einfach mal verschiedene Standpunkte hört. Vielleicht hat jeder da irgendwie nochmal eine andere Ansicht und das ist ja genau das Interessante, was daraus auch entstehen kann. Genau. Und wir wollen uns da auch jetzt nicht so in ein großes, wie soll ich sagen, Korsett zwingen. Also wir werden da natürlich auch unsere persönliche Meinung vertreten und das macht das Ganze auch, denke ich mal, interessant. Weil das dann eine Art Diskussion, ein Talk eben ist. Das macht ja einen Talk aus. Das ist keine Nachrichtensendung oder so, weil ich meine, nach einem Monat sind die News natürlich nicht mehr so aktuell. Oh ja, es geht heute so Aber schnell. genau, aber für euch einfach, ihr könnt euch das anhören, ihr könnt natürlich oder ihr sollt auch eure Meinung in die Kommentare packen. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, das Beste ist wirklich, ihr schreibt uns einfach eine Mail an redaktion@kursofyou.com, weil da geht es nicht so unter wie in den Kommentaren. Und dann gucken wir einfach, wollen wir darüber reden, können wir überhaupt darüber reden und dann werden wir das Ganze umsetzen. Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon die Erklärung. Ja, warum haben wir mehrere Plattformen? Ich höre es immer wieder auch von Kollegen, die sagen, hey, ich höre gerne Podcasts oder ich finde es halt ganz cool, wenn ich sowas halt, was weiß ich, auf der Autofahrt hören kann oder im Zug oder was weiß ich, beim Joggen. Und dafür haben wir uns dann entschieden oder deswegen haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen diesmal auch eine Audioversion und die wird es dann eben, wenn alles klappt, wir wissen noch nicht, ob die Technik funktioniert, das ist so eine Geschichte, auf iTunes geben, auf Spotify, auf unserer Website, ihr könnt es dann über euren
Podcast-Fetcher oder wie sich das Ding nennt, über die Software halt, könnt ihr das dann alles empfangen und downloaden und machen und tun. Muss ganz ehrlich sagen, ich höre zwar Podcasts, ich weiß nicht, wie du das hältst, David, hörst du Podcasts? Ja, kommt immer drauf an. Also ich habe eigentlich auch kein Problem damit, mal irgendwie jetzt, Videos zu schauen und währenddessen noch anzugucken, aber das Problem ist halt immer zum Beispiel morgens wegen die Arbeit, YouTube kannst du ja leider nicht einfach mal in die Hosentasche stecken und irgendwie diesen Bildschirm sperren. Deswegen bin ich in letzter Zeit auch so ein bisschen auf Richtung Podcasts gekommen, weil es einfach recht angenehm ist. Du musst halt eben nicht die ganze Zeit das Handy irgendwie bei YouTube draufschauen oder so. Eigentlich schon ganz praktisch. Ja, genau. Also ich find's cool, ja. Ich hab's viel zu wenig genutzt. Man muss halt schauen, was für ein Content es gibt. Ja, genau. Vor allem, ich bin halt jetzt so in dieser Szene, versuche ich jetzt so reinzutauchen und mich so ein bisschen zu orientieren, was für Software gibt's da, was für ein Tool gibt's da. Also ich denke mal, da können wir auch vielleicht zukünftig noch ein bisschen was zum Thema Podcast machen. Das war ja früher mal so dieses Nerd-Thema. Podcast ist aber mittlerweile über alle Gesellschaftsschichten irgendwie also gegangen und es gibt so viele Themen, die mittlerweile in Podcasts verpackt werden. Ich war selber ganz erstaunt. Und also für mich ist es auch noch ein bisschen neu gewesen, deswegen verzeiht uns, wenn diese ganzen Podcast-Tools am Anfang noch nicht so gut funktionieren. Wir müssen selber erstmal gucken, wo ist es wichtig, dass man mit seinem Podcast steht und wie soll das dann aussehen und welche Software und so weiter. Das ist alles noch Neuland für uns, auch als Tech-Channel, weil wir eigentlich mit Podcasts halt bisher nicht viel am Hut hatten. Meine Podcasts, die ich gehört habe, die habe ich ganz klassisch immer als MP3 runtergeladen dann und einfach abgespielt. Und da hatte ich irgendwie kein Tool dazu. Aber bei uns soll das natürlich dann auch alles für euch mit dem Tool funktionieren. Und also das im Großen und Ganzen mal zu unserem Format. Wir haben heute mehrere Themen, vielleicht noch ganz wichtig für euch. Das Top-Thema ist der Regierungshack natürlich. Also besser hätte es ja gar nicht laufen können. Auf unserem Channel, auf unserem IT-Security-IT-Channel gleich als erstes Thema für die neue Sendung ein Regierungshack. Wunderbar. Deswegen Top-Thema ist heute der Rec-Hack sozusagen. Und dann natürlich der MWC, der Mobile World Congress aus Barcelona. Das wird auch ein Thema sein, aber nur so am Rande. Wir sind kein Gadget-Channel, der jetzt Handys vorstellt oder so. Aber es gab ein Gerät, da möchte ich einfach mal kurz drüber reden, deswegen habe ich das mal mit reingenommen. Und was ist noch passiert? Im Februar passiert die YouTube-Demonetarisierung von kleinen YouTube-Partnern. Und darüber wollen wir dann auch noch mal kurz reden. Das ist auch ganz interessant, vor allem, weil es Kurs4U teilweise getroffen hat. Und zu guter Letzt noch mal das Thema Discord. Das ist ja auch was Kurs4U jetzt für sich entdeckt hat. Also wir haben jetzt auch Discord und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber reden, ein bisschen Feedback geben. Und ihr könnt natürlich auch unseren Discord-Server joinen, wenn ihr Bock habt. Einfach discord.kurs4u.com eingeben, ist auch unten in der Beschreibung verlinkt und dann kommt ihr auf unseren Server. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Rec-Hack an. Machen wir das doch. Ja, also was ist passiert? Mal kurz zusammengefasst, es gab ja 2015, war es glaube ich schon, gab es ja ein Regierungshack und jetzt ist so in der letzten Woche dann durchgesickert, dass eben auch aktuell wieder Angreifer in den Systemen der Bundesregierung bzw. des Auswärtigen Amtes drin sind und ja, dass die aktuell dass der Angriff noch läuft und dass die den Angriff beobachten. Das sind jetzt so die Fakten, die eben halt auch feststehen. Vieles ist noch so ein bisschen, noch unklar. Also man sagt jetzt, okay, das waren wieder die bösen Russen. War irgendwie klar. Heißt es immer momentan, ja. Und naja, ich sag mal so, ich möchte jetzt nicht irgendwie verschwörungstheoretisch sein oder irgendwie, nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, aber ich finde es halt ein bisschen merkwürdig, dass es halt wieder diese gleiche Hackergruppierung, die regierungsnahe Hackergruppierung aus Russland sein soll, wie 2015. Finde ich seltsam und man muss auch mal wirklich sagen, es ist auch nicht wirklich schwer, Sachen so oder Indizien zu legen, dass es so aussieht, als ob es der andere wäre. Ich meine, warum sollte ein Angreifer
sag ich mal, jetzt aus irgendeinem anderen Land sich ja so auffällig verhalten. Also da würde er sich doch dann doch schon überlegen, okay, wie tarne ich mich denn am besten? Ach Mensch, da war ja mal was mit Russen. Also naja, genau. Nutze ich halt einfach mal irgendeinen russischen PC. Ich meine, wir wissen, also das sind ja jetzt alles das nur Schwierigste, Mutmaßungen, aber na klar, ich meine, du brauchst einen Trojaner. Dann gehst du auf den Rechner irgendwo in Russland und greifst dann von dort aus irgendwas an. Ja. Ne? Und dann sieht es so aus, als ob das ein Russe war. Dabei weiß der vielleicht das gar nicht. Und was weiß ich, das ist von irgendeiner russischen Oma der PC, der ungeschützt irgendein ist. Und Botnetz da ist drin halt oder so, ja. Der hängt in einem Botnetz, klar, und dann wird der Angriff von dort ausgestattet. Und also das ist wieder so eine Geschichte. Ich lang mir sowieso so oft an den Kopf, wenn ich Berichterstattung über sowas sehe, gerade was die Bundesregierung angeht. Das hat man 2015 schon gesehen, oh ja. Dass es sehr, wie soll ich sagen, dass da nur sehr rudimentäres Wissen vorhanden ist bei den Politikern sowieso. Neuland, sage ich da, nur Neuland. Genau. Und ich meine, damals hieß es ja schon, dass das Internet Neuland ist und auch die Gefahr. Aber ich meine, mittlerweile ist Zeit das vergangen. Ist Wahnsinn, mittlerweile. Ja. Sind mehrere Jahre vergangen und man hat scheinbar immer noch nichts draus gelernt. Jetzt werden vielleicht manche in die Kommentare schreiben, aber Steffen, du sagst doch auch immer, den 100% sicheren PC, den gibt's nicht und so weiter. Ja, das ist natürlich richtig, das sage ich auch, das stimmt ja auch, aber das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, dass wir hier nicht reden von Tante Erna, die ab und zu mal bei eBay irgendwas verkauft oder bei Amazon sich Bücher kauft, sondern wir reden hier von einem ja, von der Behörde, Regierungsnetzwerk, ja, genau. Vom Auswärtigen Amt und vom Verteidigungsministerium, wo ich mir dann schon denke, okay. Die sollten es ja eigentlich wissen, ne? Also gerade die, genau. Weil ich meine, das ist ja eine ihrer Hauptaufgaben. Ja, also zumindest ist halt IT-Sicherheit mittlerweile ein sehr wichtiger Bestandteil. Genau, ja. Und ich meine, wir haben leider Gottes, oder vielleicht ist es auch besser so, gibt es relativ wenige Informationen über den Angriff. Wir wissen nicht, war es jetzt ein E-Mail-Attachment oder war es jetzt ein USB-Stick oder keine Ahnung, oder sind die übers Internet reingekommen, irgendwie durch eine Sicherheitslücke von irgendeinem Server. Aber man muss trotzdem mal sagen, es handelt sich halt hier um hochsichere Infrastruktur, also hochgefährdete Infrastruktur, und die wird ja auch, in Deutschland ist es so, falls jemand das nicht weiß, es gibt sogenannte Kritis-Unternehmen, da sind zum Beispiel, was weiß ich, Energieversorger mit drin, da sind ja Polizei und sowas halt mit drin, also alles wichtige Unternehmen, also wirklich hochkritische Anlagen, die werden unter Kritis geführt, und diese Kritis-Unternehmen, die müssen auch gegenüber dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewisse Sachen vorweisen einfach. Und zum Beispiel, das fängt an einmal, das kleine 1x1, hast du einen Virenschutz? Ist der immer aktuell? Überwachst du das auch, dass der immer aktuell mag ist? Mag jetzt vielleicht sehr trivial klingen, aber es ist halt wirklich oftmals schon, da fängt schon an bei vielen, ja. Patches, das ist so das A und O eigentlich. Patches ist wirklich das A und O heutzutage, dass eben Updates zeitnah eingespielt werden. Und da fängt es halt an. Und das sind so Sachen, die kommen vom Bund, dieses BSI. Also das waren jetzt einfache Sachen, um es halt mal zu veranschaulichen. Das geht schon ins Eingemachte. Also was auch cool ist von dem Kritis, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ja auch gut, und das kommt vom Staat. Dass du informiert wirst, wenn zum Beispiel gewisse Infrastrukturgeräte, also was weiß ich, Cisco hat mal wieder eine Lücke, wo man mit einem USB-Stick sich Root-Zugang auf allen Switchen verschaffen kann oder solche Sachen, oder irgendein Root-Kennwort oder so ein Major-Login von irgendeiner SSH-Geschichte wurde im Netz veröffentlicht, dann wirst du als Kritis-Unternehmen per Mail informiert, da steht dann drin, hey, wir haben da was gefunden, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Bist du betroffen? Prüf mal bitte deine Systeme. Hast du diesen Cisco-Router? Wenn nein, ist gut. Wenn ja, wir empfehlen dir das und das. Deswegen, ich sage, es ist Know-how ist da. Also es ist rudimentäres Know-how ist da vom Bund. Aber entweder wird es nicht abgerufen oder es wird nicht gelebt. Oder, und das vermute ich nämlich langsam auch, es fehlen wie so in der ganzen Branche gerade Fachkräfte einfach. Das ist auch ein Riesenproblem, IT-Sicherheitsfachkräfte zu bekommen. Und dann hat natürlich, das merkt man ja auch bei der Bundeswehr, hat der Bund ein Riesenproblem, Fachkräfte zu bekommen, weil die Wirtschaftsunternehmen sind für Bewerber wesentlich attraktiver, sei es vom Gehalt her, von, was weiß ich, von der Zusatzsachen, ja, diese ganzen Goodies, genau, sag mal Benefits so, die man und so.
Benefits, genau, das Wort ist mir gerade noch eingefallen, die du im Unternehmen hast, die hast du halt beim Bund nicht. Ja, genau. Und wenn du dann beim BSI arbeitest oder so, das ist halt dann doch ein bisschen wie auf dem Amt und scheinbar es ist da auch ne, wird nicht so viel Geld reingesteckt. Ja. Und das ist einfach schade, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man dieses Problem lösen kann, weil Wirtschaftsunternehmen werden wahrscheinlich immer mehr Geld reinbuttern können als der Bund selber. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wie sie auch bei der Bundeswehr mit dieser ganzen Geschichte umgehen. Aber ich befürchte halt echt, es wird bestimmt auch talentierte Leute geben beim BSI und bei diesen ganzen Behörden. Keine Frage, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber ich sage mal so, die meisten Fachkräfte, die richtig was drauf haben, die wirst du da nicht erwischen. Mhm. Die sitzen in der freien Wirtschaft, die sitzen vielleicht mittlerweile schon gar nicht mal mehr in Deutschland oder arbeiten für Unternehmen. Wahrscheinlich hocken die im Silicon Valley oder sowas sogar schon und sind für große andere Unternehmen, wie gesagt, Wirtschaftsunternehmen ja, zuständig. Also und IT-Sicherheit ist ja weltweit, eben. Sag ich mal. Und die großen Unternehmen, die sitzen dann halt wirklich entweder in San Francisco oder in New York oder sitzen halt dann, gut, wir haben in Deutschland auch IT-Sicherheitsunternehmen, so ist es nicht. Aber ich sag mal so, es ist halt nicht die Masse. Und was ich auch erfahren habe, was mich auch ein bisschen überrascht hat, wir hatten es ja vorhin über das kleine 1x1, Thema Virenschutz kommt von der Bundesregierung nicht aus Deutschland. Wo man sich dann auch fragt, okay, wenn man so die ganzen Sachen mit Snowden und alles mitbekommen hat, ist es vielleicht nicht sinnvoll, sowas wie einen Virenschutz, der ja wirklich sehr tief im System verankert ist, nicht von einem deutschen Hersteller zu beziehen. Das hat nichts mit Patriotismus zu tun oder so, sondern einfach nur zu wissen, okay, das ist ein Hersteller, der arbeitet nach deutschem Datenschutz und der ist vielleicht nicht in den Händen von einem fremden Geheimdienst. Das wäre doch mal eine Idee. Ich meine, ich weiß nicht, welcher Hersteller das ist. Ich weiß aber aus sicherer Quelle, dass es kein deutscher Hersteller ist, der Bundesrechner schützt. Und das ist halt so eine Geschichte. Wie gesagt, kleines 1x1, Virenschutz ist wirklich nur ein kleiner Baustein von dem ganzen IT-Security-Konstrukt. Aber wo ich mir dann auch sage, Mensch, wäre das nicht ein Statement für den Standort Deutschland, zu sagen, okay, wir haben hier Experten und wir rufen auch diese Expertise ab aus Deutschland. Wir haben aktuell, lass mich lügen, ich glaube 2 AV-Hersteller, könnten mittlerweile auch mehr sein, also 2 weiß ich hundertprozentig, 2 große, sagen wir es mal so, die auch durchaus in der Lage wären, wahrscheinlich adäquat zu helfen und die Systeme zu schützen. Und die auch im Ausland, und das ist ja da wiederum das Paradoxe daran, die im Ausland wiederum teilweise sogar Militärrechner schützen. Das ist ja total. Das haben ja viele, ne? Da stellt man in Deutschland aber gute Lösungen her, die im Ausland eingesetzt werden, und in Deutschland verwendet man wieder Lösungen, die vom Ausland kommen. Also das, ne? Ja, das macht das gibt also keinen, aus meiner Sicht, keinen Sinn einfach. Genau, macht aus meiner Sicht keinen Sinn, und ich meine, ich verstehe das halt nicht, weil es wäre halt wirklich was, wo man sagt, okay, man versucht Fachkräfte hier zu halten, und es gibt im Ruhrgebiet, gibt es halt zum Beispiel an der Uni in Bochum, gibt es ja sogar den Studiengang IT-Sicherheit, und da wird halt sehr viel auch investiert seitens des einen Herstellers. Und ich verstehe es halt nicht, dass man dieses Wissen nicht abgreift. Aber das ist eben nur ein Punkt. Was ich auch nicht verstehe an der ganzen Geschichte, 2015 zum Beispiel habe ich gerade erst gelesen, vor einer halben Stunde sind 16 Gigabyte Daten abgeflossen bei dem Hack. Dieses Jahr weiß man es noch nicht so genau. Es ist jetzt was durchgesickert mit 3 Dokumenten. Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, stellt sich raus, dass es, was weiß ich, 200 Gigabyte waren oder so. Und was ich mich bei dieser Geschichte immer so ein bisschen noch frage, abseits von Virenschutz und von der ganzen Thematik, ist ja das Thema Awareness-Training. Also jedes Unternehmen, also auch die Kritis-Unternehmen, die ich ja vorhin erwähnt habe, zum Beispiel halt eben Energieversorger und Behörden und sowas und halt kritische Einrichtungen in Deutschland, die müssen ja ihre Mitarbeiter dahingehend sensibilisieren mit Schulungen, mit sogenannten Awareness-Training, wo du den Leuten halt erklärst, dass man nicht jeden USB-Stick vom Parkplatz an den Rechner ranstecken sollte oder nicht jedes E-Mail-Attachment öffnen soll oder nicht jeden Link anklicken. Und wenn ich dann schon höre, dass vermutet wird, dass eben der letzte Angriff eben genauso passiert ist über eine Social Engineering-Attacke, dann frage ich mich, wird da nichts gemacht?
predigen die das in Richtung Unternehmen, macht es mal, was ja auch sinnvoll ist, aber selbst wird es nicht so gelebt. Also das ist schon so ein bisschen eine Geschichte, verstehe ich nicht so ganz. Nächster Punkt, wo ich sage, das ist auch ein bisschen seltsam, ist die Tatsache, dass vermutet wird, dass es zum Beispiel über ein Universitätsnetz reingeschleust wurde. Und da frage ich mich, wie kann man allen Ernstes solche Netze miteinander koppeln? Das also man kann natürlich nicht das Regierungsnetz komplett von der Welt abschotten, weil die Politiker, die verschicken auch Mails, das ist einfach so. Die müssen auch Mails verschicken, aber warum ist es möglich, dann von so einem Universitätsnetz, wie gesagt, ich finde leider die Quelle nicht mehr, aber ich habe das gehört, ich meine, es war sogar im BR, dass es eben eine Möglichkeit wäre, über dieses Uninetz da reingekommen zu sein. Und das finde ich halt auch sehr fragwürdig, sowas. Also da muss man sich echt fragen, warum sind diese Systeme nicht komplett abgeschottet? Ja, da habe ich gerade ein ganz passendes Zitat vielleicht vom Frank Rieger vom Chaos Computer Club, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat nämlich gesagt, die IT-Systeme sind derzeit wie eine Wasserleitung, bei der an unendlich vielen Stellen das Wasser herausspritzt. Und es wird viel darüber gestritten, ob man Lecks mit blauen oder roten Heftpflastern abdichtet. Aber eigentlich benötigen wir eine neue Leitung. Und ja, das trifft eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, normalerweise gehören solche Netze dann schon irgendwie getrennt. Ich meine, das lernt man ja schon irgendwie in der Berufsschule, jetzt das Beispiel. Da lernt man ja schon, ja, zum Beispiel, man macht ein eigenes Netzwerk für die Geschäftsleitung und für zum Beispiel Rechnungswesen oder so. Das ist ja schon das Basic, das lernt man wirklich schon in der Berufsschule 10. Klasse und dann fragt man sich halt, wie kann sowas sein, ne? Ja, es ist ja auch, um mal auf die Universitäten zu kommen, da ist es ja auch früher gang und gäbe gewesen, dass man gesagt hat, okay, wir haben sehr viele öffentliche IPv4-Adressen, lass uns doch mal jeden Rechner ohne Firewall mit IPv4 adressieren, bis die Leute dann gemerkt haben, hey, das ist keine so gute Idee, weil jetzt mittlerweile auch Leute aus Indien auf unserem Multifunktionsdrucker in der Uni drucken oder auf unsere Rechner kommen, ne, weil da keine Firewall dazwischen ist. Das sind alles so Sachen, da muss scheinbar wirklich der Mensch, wie er halt so ist, oftmals erstmal auf die Fresse fliegen. Und ich kenne das ja auch aus Unternehmenskreisen als IT-Admin. Ich meine, ich mache das mittlerweile ja doch schon ein paar Jahre, dass man halt erst, wie soll ich sagen, auf die Fresse fliegen muss oder halt wirklich, es muss kurz vor der Katastrophe einfach sein oder es muss schon mal was passiert sein, bis die Leute aufwachen. Und das ist einfach ein bisschen schade, obwohl es ja wirklich mehr als genügend abschreckende Beispiele gibt in Unternehmen oder sei es jetzt auch Erfahrungsberichte einfach von Beratungsunternehmen, die halt auch schon, es gibt ja genügend IT-Consulting-Unternehmen, die halt wirklich kommen, sag ich mal, wenn es geknallt hat und die dann eben solche Netze bereinigen und sich das Ganze angucken. Und die können ja meistens dann auch sagen, ey Leute, unsere Erfahrungswerte sagen das und das. Natürlich ist Sicherheit nicht immer bequem, aber es hilft ja nichts. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von einem Gemüseladen, der gehackt wurde, sondern von dem Auswärtigen Amt und von unserem Verteidigungsministerium. Das ist ja, das ist halt doch schon, das sind sensible Daten, definitiv. Und was ich auch krass finde, ist eben der Zeitraum, dass sie sagen, okay, ja, 2016 ging schon los, finde ich heftig. Dann habe ich mir mal so in einer ruhigen Minute überlegt, wie bekommt man denn unauffällig Daten aus einem Unternehmen, jetzt mal aus Sicht eines Hackers? Das kann ich natürlich nicht machen, dass ich sage, okay, die haben vielleicht einen Gigabit-Uplink, also ich schätze mal schon, dass die einen guten Uplink ins Internet haben. Aber ja, ich schätze mal schon, also ich meine, da sagen die bestimmt, lass kosten. Ich meine, das ist Regierung, eben, hallo, da wird bestimmt was Ordentliches in der Erde liegen an Glasfaser. So, aber wenn ich jetzt als Hacker dahergehe und ich lade da mit 100 Mbit runter, das fällt auf, definitiv. Ja, hallo. Und vor allem, wenn eine IP-Adresse aus Russland dann mit in der Firewall, ich hoffe, die haben sowas, drinsteht und hat da mehrere Gigabyte runtergeladen, das fällt auf. Eben. Aber wenn ich über ein Jahr hinweg zum Beispiel, nur mal als Beispiel, den Datenverkehr irgendwie über einen generischen Port nach draußen jagt. Irgendwelche Dienste, die von der Firewall sehr schlecht überwacht werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, was sie für eine Firewall haben, aber ich kenne das halt von den Lösungen, die ich halt so verbaue und die ich halt so kenne. Gibt es ja Möglichkeiten, sag ich mal, den Web-Traffic zu überwachen, den FTP-Traffic und so weiter. Das sind so die Klassiker.
So, und ich als Admin blockiere natürlich dann den Rest der Ports. Aber wenn da jetzt so ein Port noch offen ist, wegen irgendwelchen Sachen, keine Ahnung, SIP oder, also SIP Voice over IP, sprich Telefonie übers Internet, dass sowas zum Beispiel offen ist, dann kann ich diesen, ja, die erbeuteten Daten, die kann ich dann über so einen Port stückchenweise abfließen lassen. Und dann merkt man das als Admin relativ spät erst, vor allem wenn es dann in diesen Grundrauschen, du hast ja in einem Netzwerk immer so ein gewisses Grundrauschen, da geht es dann einfach unter. Beispiel ist zum Beispiel, wenn man jetzt so ein klassisches PC-Netzwerk hat, wo Leute drin surfen, Leute ganz normal arbeiten. Du hast immer so einen gewissen Traffic, der Richtung Microsoft geht, der Richtung AV-Hersteller geht, weil er eben seine Pattern runterlädt. Du hast dann immer jede Menge Traffic auch Richtung Werbenetzwerke, also sprich Google AdSense und wie sie alle heißen, weil Anzeigen auf den Webseiten eingebunden sind und dann diese ganzen Analytics-Dienste, die kommen ja auch noch dazu. Und wenn ich es schaffe, den Datenverkehr so auszusehen zu lassen, als ob das so ein Dienst ist, dann wird es echt verdammt schwierig, praktisch zu erkennen, dass da Daten abfließen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so passiert ist. Ich weiß es nicht, klar, das sind alles Mutmaßungen, aber ich kann mir vorstellen, dass es über so einen Dienst nach außen geschleust wurde. Oder DNS-Abfragen. Irgendwelche Strings, die nach außen geschickt werden über DNS an einen Server, der das annimmt, der weiß, was es ist, aber den ihre Firewall, die weiß eben nicht, was es ist. Und dementsprechend kann man als Admin da auch nicht sehen, okay, das ist jetzt irgendwie. Ja, da tut gerade einer unsere ganzen geheimen Word-Dokumente nach außen schicken, sondern man denkt einfach, ja, okay, das war halt irgendeine Abfrage. Ja, und ich glaube, so ist es passiert. Kann eigentlich nicht anders sein. Also ich kann es mir nicht Nee, anders da würde ich mich auch vorstellen. wundern. Ich meine, ich weiß nicht, aber das fällt halt echt auf, wie der Chef schon gesagt hat, so große Dateien, 16 Gigabyte mal kurz durchs Netzwerk schieben. Das Hallo? war 2015. Ich Ja, meine jetzt. klar. Der war wahrscheinlich ein bisschen Ja. turbohafter, der Angriff von 2015, aber der jetzige Angriff, der war ja wirklich sehr, wie soll ich sagen, silent im Genau, ja. Hintergrund. Und also ich denke mal, so ist das Ganze gelaufen. Und aktuell heißt es ja offiziell, wir beobachten den Angriff noch. Was auch immer das Wir warten, heißt. dass unsere Daten geklaut werden. Ja, ich meine, es macht natürlich zwecks Aufklärung macht Ja. das natürlich Sinn, dass man sagt, okay, ich schneide den Traffic mit, ich gucke an, welche Command and Control Server, dass diese Malware, also ich meine, mittlerweile wird so oft von der Software geredet, von der Schadsoftware, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass es eine Malware ist. Ja, und wie reagiert die, wie verhält sich die und an welche Server geht das Ganze und vor allem, was für Daten werden angeguckt? Und ich glaube, dass das natürlich für die Aufklärung sehr interessant ist. Aber man muss sich halt wirklich fragen, wie kommt sowas rein? Und da muss man halt schon beim User ansetzen und ich glaube, da ist einiges schiefgelaufen, da besteht einiges an Nachholbedarf. Das sagen auch einige Politiker. Ich habe zum Beispiel gestern noch ein Interview mit Christian Lindner gesehen. Gut, man könnte jetzt sagen, okay, Opposition, der möchte den anderen von Karren fahren, okay. Aber ich sage mal so, die haben ja schon, oder er hat schon relativ oft gesagt, Leute, wir müssen was tun, auch im Hinblick auf IT-Sicherheit. Und das ist sehr wichtig und da passiert nichts. Und da muss ich ihnen recht geben. Also man hat nicht das Gefühl, dass die IT-Sicherheit den Stellenwert hat in Deutschland, den sie eigentlich verdient. Man findet dazu auch Und nicht, also jetzt zum Beispiel in dem Koalitionsvertrag von der GroKo, auch gar kein Thema, null. Also dieses Thema ist sowieso wie so ein schwarzes Loch, so ein bisschen, wenn man das mal im politischen Sinne sieht. Das ist echt traurig. ja, ich meine, die haben zwar jetzt ihre Cyber Defense Center da Naja. gegründet und da gibt es alles Mögliche, aber wie schon gesagt, was bringt dir so ein Cyber Defense Center, wenn da eben keine Experten sitzen, wenn da Leute sitzen, die Sachen, wie soll ich sagen, abarbeiten wie einen Anruf in einem Callcenter. Und IT-Security hat eben auch viel was damit zu tun, dass man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist auch viel Kreativität dabei. Ich muss mir Sachen überlegen, wie greife ich ein System an, wie sieht sowas aus und wie kann ich denn Sachen, also Standardprotokolle missbrauchen, um zum Beispiel
Thema Daten abfließen lassen, um halt irgendwelche Daten rauszukriegen. Wie kann ich sowas, sag ich mal, Systeme vergewaltigen und das möglichst auch so kreativ, dass es keiner mitkriegt? Und das muss ich eben wissen, auch als jemand, der solche Systeme schützt. Das ist ja wie die Polizei, die muss ja auch wissen, welche Angriffsmöglichkeiten gibt es, ich sag mal so, von Selbstverteidigung her oder so, wie kann mich ein Angreifer bedrohen, angreifen als Polizist, und dann können sie sagen, okay, dann gibt es den und den Trick, wie ich mich wehren kann. Und das Gleiche hast du halt auch im Bereich IT-Sicherheit. Wenn meine Fachleute nicht wissen, welche Angriffe es gibt, dann können sie auch die Systeme nicht dagegen härten. Das ist einfach so. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, da haben wir in Deutschland auch sehr viel Nachholbedarf. Man muss aber fairnesshalber sagen, wir sind nicht die Einzigen auf der Welt, die da noch sehr viel Nachholbedarf haben. Aber gut, schauen wir mal. So viel zum Hack. Ich glaube, ich habe jetzt schon sehr viel dazu gesagt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Egal. Ich würde sagen, wir machen mal mit was Erfreulicherem weiter. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, bleibt nur abzuwarten, was da rauskommt. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu viel ist. Genau, dass nicht allzu viel Daten abgeflossen sind. Und es ist, wie gesagt, man muss natürlich auch sagen, nicht so einfach, eben wie schon gesagt, durch dieses Grundrauschen, dass man eben sieht, was in so einem Netzwerk abfließt. Und jetzt weiß ich wieder, was ich noch anbringen wollte. Das bringe ich jetzt noch ganz kurz an. Thema Open Source. Es ist jetzt auch wieder die Diskussion entbrannt. Macht es nicht Sinn, in einem so sensiblen Bereich keine Closed Source Software einzusetzen? Also sprich, in dem Fall war es ja Windows definitiv. Also macht es nicht Sinn, in solchen Bereichen keine Windows-Software einzusetzen. Wie siehst du das, David? Ich sag mal so, wir haben ja schon öfters mal mitbekommen, auch so wie bei manchen Herstellern, zum Beispiel fällt mir ein Verschlüsselungsprogramm ein, wo ja so im Hintergrund war, naja, vielleicht haben die ja so ein NSL, so ein National Security Letter und so bekommen. Natürlich, wenn man so bei Closed-Software mit den Backdoors, weißt du man nie, aber ich sag mal so, angenommen jetzt, wir reden mal in dem Fall von Windows und man würde sagen, man steigt auf Linux um, dann bringt aber halt auch einem das beste Linux nichts, wenn einfach das Know-how wieder fehlt, wenn halt die Mitarbeiter, die Leute, die damit umgehen sollen, tagtäglich damit nicht arbeiten können und keine Ahnung haben, was sie tun. Und dann haben wir halt wieder so eine Milchmädchenrechnung, ne? Ich kann halt, die beste Software nützt mir nichts, wenn der Anwender nicht weiß, was er tut. Prinzipiell finde ich sonst eigentlich nicht schlecht. Wie gesagt, man hat halt da in dem Fall die Community oder in dem Fall die vielen Entwickler, die da drüber schauen. Aber theoretisch hindert auch das einen nicht, dort eine Backdoor einzubauen. Man weiß es ja nicht. Ich sehe das ähnlich. Vor allem, sage ich mal, ich denke mal, so im klassischen Sinne Open Source könnte auch wieder gefährlich sein, weil es natürlich dann auch wieder die Angreifer auf diese Plattform fixiert. Man hat es ja bei Android gesehen. Android ist ja eigentlich ein Linux-Betriebssystem. Und Linux wurde ja immer nachgesagt, es ist sicher. Ist es halt eben auch nicht, weil dementsprechend, wenn, sag ich mal, die Angriffsfläche groß genug ist und wenn sich es eben lohnt für den Angreifer, und wir reden hier jetzt nicht von einem Angreifer, der PayPal-Daten abgreifen will, sondern hier geht es irgendwie um militärische Pläne und so weiter und so fort, und die, sag ich mal, da ist das Budget relativ groß für einen Angriff, und der würde sich dann auch die Arbeit machen und so einen Exploit für Linux auszunutzen oder sich eben Malware für Linux zu schreiben zu lassen oder selber zu schreiben. Gibt's ja auch genügend wieder. Da wird's dann, ich meine, aktuell ist es jetzt noch nicht so schlimm, aber das wird's dann definitiv geben, weil eben sich das Ziel einfach lohnt und weil da eben Geld in der Hinterhand ist, gerade wenn es wirklich stimmt, dass da wirklich Regierungen dahinter sind, dann wird dir Open Source jetzt im klassischen Sinne auch nicht weiterhelfen. Mein Modell wäre wieder ein etwas abgewandeltes. Also wir bleiben bei dem Thema, wir gehen weg von Windows. Da bin ich eigentlich ja von überzeugt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass man, wenn man das konsequent machen möchte, dann müsste man wirklich das System komplett selber bauen, selber erfinden. Und da kommen wir an einen Punkt dran, das ist ein Fass ohne Boden. Aber das wäre dann ein System, das wäre sehr sicher. Und dass man sagt, okay, man entwickelt sein eigenes Betriebssystem. Die Software, die wir verwenden, die ist auch selbst entwickelt, hat halt den Vorteil, nur wenn du sowas selber entwickelst, dann kannst du auch anhand von sogenannten Indicators of Compromise, also sprich
Anzeichen auf Deutsch, dass man infiziert ist, dass man kompromittiert ist, die kann man dann einfach sehen, weil man weiß, wie reagiert die Software, wie laufen die Befehle intern ab, und dann kann man solche Anomalien über IT-Sicherheitssysteme, über solche Security-Event-Management-Geschichten besser erkennen. Das geht aber auch nur, wenn ich das System bis ins kleinste Detail eben kenne, und das macht die Sache halt auch wieder schwierig. Und da sind wir wieder beim Thema Fachleute. Genau, das muss ja auch gemacht die Leute werden, muss das erstmal haben. Ja. Richtig, also die Idee und was es auch kostet. Also man darf nicht vergessen, bei Linux, da stecken mittlerweile Riesenkonzerne drin, die so als Nebenkriegsplatz eben noch Linux-Programmierung haben. Ja. Also zum Beispiel eine IBM oder Intel habt ihr auch mit drin. Intel, genau, die haben ganz einen großen eine eigene Abteilung, die eben sagen, okay, wir haben hier Programmierer, die bei Linux mitwirken. Ja. Schon allein aus dem Grund, dass unsere Hardware bei Intel jetzt zum Beispiel mit Linux funktioniert. So, da steckt richtig Kohle dahinter. Dieses ganze Zeug, das müssten wir alles selber dann machen, wenn wir da ein eigenes System haben. Aber das wäre halt wirklich ein sehr sicheres Konzept. Aber nur allein von dem Thema, wir gehen auf Open Source und wir sind sicher, das wird nichts. Das ist ein Mix aus einfach präventiv Schulung und so weiter und aus dem System. Ich meine, jetzt noch kurz mir eingefallen als Beispiel, da gab es doch jetzt diesen Fall mit diesem Fitness-Tracker und dieser amerikanischen Militärbasis. Oh, ja, genau. Ich würde sagen, ne, das ist alles gesagt, das ist halt wieder typischer User-Fehler. Also deswegen bin ich halt der Meinung, ein guter Mix aus beidem, halt wirklich den Leuten die Augen öffnen, schulen. Wir haben es jetzt selber uns in der Firma erst wieder gehabt, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Genau, also das ist auch so eine Geschichte, was ich ja auch in Unternehmen mache. Also ich mache auch solche IT-Sicherheitstrainings und da macht es auch wirklich keinen Sinn zu sagen, okay, wir nehmen nur die und die Leute da rein. Der Fehler wird halt auch oft gemacht, dass man sagt, okay, es betrifft ja nicht jeden. Eigentlich falsch, man muss wirklich jeden mit reinnehmen. Es fängt ja schon, sag ich mal, bei den physischen Sachen an, wenn man jetzt mal beim Thema Zutritt ist. Es macht ja keinen Sinn zum Beispiel, dass Kunden in den Büros von Mitarbeitern rumlaufen können. Das ist so eine Geschichte, das klingt jetzt erstmal sehr trivial, aber es gibt wirklich Unternehmen, denen ist es im ersten Moment egal, oder die sagen, okay, naja, wenn halt sich mal ein Kunde in unsere Büros verirrt, dann ist es nicht so schlimm. Ich sehe das anders, also gerade bei so IT-sicherheitskritischen Unternehmen, und da muss man wirklich sagen, es gibt kaum mehr Unternehmen, die nicht irgendwie kritisch sind. Klar, es gibt Unternehmen, die sind kritisch im Hinblick auf Menschenleben, auf Bevölkerung und so weiter, aber jedes Unternehmen hat schützenswerte Daten, und wenn ich dann da jemand rumlaufen habe, der zum Beispiel mal eben schnell einen Keylogger an einen Rechner anschließen kann oder mal das einfachste Beispiel ist, einen USB-Stick fallen lässt mit einer Malware drauf, irgendeiner wird diesen USB-Stick sicherlich aufheben, an den PC stecken und gucken, was da drauf ist, und dann ist man im System. Und das verstehen halt viele auch nicht. Und das ist einfach so die Geschichte, das muss man den Leuten einfach beibringen. Und da nützt dir dann auch Open Source nichts. Deswegen, aber im Hinblick zum Beispiel auf die NSA, da muss man halt sagen, ich meine, wir wissen selbst nicht, wie schlimm ist es denn mit Windows, das kann man nicht sagen, das weiß keiner von uns. Man kann immer nur vermuten, und Microsoft sagt natürlich, wir tun nichts Böses, das ist klar, und Google sagt es auch und diese ganzen Unternehmen. Was aber feststeht, hat ja Snowden gezeigt, dass es eben auch Backdoors gibt, die eben durch diese, wie hieß dieser Letter damals? NSL meinst du, National Security Letter. Genau. Unter der Audendrohung von bestimmten Dingen, dass sie eine Backdoor einbauen mussten. Irgendwie sowas war das. Genau, die müssen eine Backdoor einbauen, und das ist einfach so eine Geschichte. Das ist halt das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel Windows oder macOS oder sowas einsetzen würde. Und da hätte ich halt den Vorteil, bei Open Source hätte ich halt diese Geschichte nicht. Wenn ich die richtigen Leute habe, die diesen Quellcode auch vorher mal auditieren, und das ist halt auch eine Geschichte, wenn man allein sieht, wie lange das gedauert hat, bis damals TrueCrypt auditiert wurde, der Quellcode. Das hat ja wirklich Monate, Jahre gedauert, bis man dann gesagt hat, okay, da sind Sicherheitslücken, das ist sicher und da könnte man nachbessern. Das hat ewig gedauert. Und das ist auch ein Prozess, der ist nie zu Ende. Das hast du auch in großen Unternehmen, musst du regelmäßig sogenannte Penetration-Tests durchführen, wo einfach Hacker versuchen, in deine Systeme einzudringen und gucken, was geht, und dann eben der IT-Abteilung, sprich der Management auch
einen Report geben und sagen, hey, ihr habt die und die Defizite und das musst du jedes Mal, also eigentlich jährlich machen, um zu sehen, wo stehe ich denn und was muss ich denn verbessern an meiner IT-Security. Und ja, viele Admins sind halt da einfach betriebsblind. Das muss man halt einfach so sehen. Dadurch, dass sie halt tagtäglich mit dem System arbeiten, kriegen die das halt nicht so mit. Genau, gerade für viele von uns ist es ja auch, also jetzt in dem Fall, wenn wir über solche Themen reden, für uns, für Steffen und mich ist sowas ja täglich Brot, wir befassen uns ja viel damit, aber für die meisten, ich sag mal, da wo die Fehler oftmals passieren, die machen sowas ja nicht tagtäglich. Das ist eben genau der Punkt auch. Richtig, aber die brauchen halt dann genau auch so eine dementsprechende Abteilung. Ich würde sagen, jetzt haben wir das Thema aber wirklich vollumfänglich. Ja. Genau, also wenn ihr dazu noch irgendeine Meinung habt, jederzeit gerne in die Kommentare oder wenn die Meinung so umfänglich ist, dann gerne auch per Mail an redaktion@kursofu.com. Und das ist eine Geschichte, die wollen wir dann auch in dem Podcast weiter so leben, denn wir werden uns so ein paar Meinungen auch von euch rauspicken und in den nächsten Folgen einfach mal als Feedback am Ende der Sendung mit einbauen. Und das vorneweg schon mal, also das ist nicht für die Katz und wir werden da auch gerne drauf reagieren, wenn ihr noch Anmerkungen oder irgendwas habt oder Vorschläge, gerne immer an uns, wir sind da völlig offen. So, jetzt kommen wir aber mal wieder nach Barcelona oder zum Mobile World Congress. Dort wurde nämlich ein richtig geiles Device vorgestellt. So, jetzt habe ich die Richtung bekommen, nämlich ein Notebook von Huawei oder Huawei, wie man es auch immer ausspricht, das MateBook X Pro. Und das Teil ist echt geil. Ich weiß nicht, hast du dir das mal angeguckt, David? Nein, ich habe es gerade offen. Es sieht schon echt schick aus, ja. Das Teil sieht, also ihr seht es jetzt auch gerade mal, wenn ihr den Videopodcast anguckt, das Teil ist wirklich im Design, edles Design von einem MacBook, also wirklich gebürstetes Aluminium, wie man es kennt vom MacBook, und hat auch ein schönes großes Touchpad. Da weiß ich natürlich nicht, wie das sich anfühlt, ob das auch wirklich so gut funktioniert, eben wie das von Apple. Da muss man wirklich sagen, Touchpads können die Jungs einfach und Mädels. Die Tastatur ist natürlich schön flach, das ganze Teil ist auch recht flach und hat auch eine richtig gute Auflösung von 3000 x 2000 Pixeln, also das ist auch echt in Ordnung. Das Ding ist natürlich Quick Charge über USB Type-C fähig. Was hätte man anderes erwartet? Ich meine, die neuen MacBooks haben es ja auch. Und das Ding kann man eben mit 8 GB oder 16 GB RAM bestücken. Und dann halt auch wahlweise mit einer 256er SSD oder einer 512er. Und was ich aber was ich halt am bemerkenswertesten finde, ist die Webcam. Die ist nämlich vorne in der Tastatur eingebaut. Und da musst du einfach auf eine Taste drücken und dann springt die so nach oben. Das heißt also, einmal, ich frage mich, wie die Qualität ist. Und die soll, was ich so gesehen habe, nicht mal schlecht sein. Und zum anderen muss man auch sagen, man braucht dieses Abkleben von der Webcam nicht. Also kennst du ja sicherlich, David, dass man die Webcam abklebt. Und hast du vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also ich habe meine hier abgeklebt. Ja, ich habe auch so ein, wir haben in der Firma mal so eine Awareness-Kampagne gehabt und dann so einen Schieber dafür bekommen, der passt ja da drüber. Genau. Und wo du gerade sagst mit dem Ausklappen, das erinnert mich so ein bisschen an die alten HP Notebooks, wo du oben die LED-Leuchte, die Tastaturbeleuchtung, als noch keine integrierte Beleuchtung da drin war, ausklappen konntest. So eine Klappe ist das dann, oder? Meinst du sowas? Ja, genau. Mhm. Ja, sowas ja, ähnliches. Das ist cool, ist nur halt viel, viel schmaler. Ich meine, das Ding ist super dünn. Ja, klar. Das ist wirklich so dünn wie das MacBook. Und das finde ich halt wirklich interessant. Läuft natürlich mit Windows 10. Und das war von meiner Sicht her, also von einer normalen IT-Tech-Sicht, das Highlight eigentlich vom MWC, wenn man mal von den ganzen Smartphones absieht, aber da passiert halt nicht mehr, muss man wirklich sagen, nicht mehr so viel. Oder halt zum Beispiel jetzt auch Sprachassistenten. Also jetzt, da wird es noch einiges geben. Von Samsung zum Beispiel, der Sprachassistent. Ja, Bixby meinst du, oder? Genau, der soll jetzt auch noch ein bisschen mehr können im Hinblick auf Sachen vorlesen von Plakaten und kann jetzt angeblich auch Kalorien von Essen tracken. Okay. Also du machst ein Bild von irgendwie von einem Donut oder sowas und dann sagt er dir, okay, dieser Donut, der hat so und so viele Kalorien. Ja, ist ein nettes Spielzeug, muss mal gucken, ob sich das durchsetzt. Ja. Es gibt noch von einem Hersteller, wo ich den Namen jetzt nicht mehr weiß, der ist jetzt noch neu in dieses Geschäft der Sprachassistenten reingegangen.
der eigentlich so bekannt ist für Audio-Equipment. Ich weiß aber echt nicht mehr, wer das ist. Habe ich auch gelesen. Naja, das Problem bei diesen Sprachassistenten ist halt auch, du brauchst eine relativ gute Datenbasis. Also wenn man das sieht bei Amazon zum Beispiel oder Google hat ja auch eine riesen Datenbasis und die können, sag ich mal, jegliche Dialekte rausfiltern und die wissen auch schon ungefähr durch ihre künstliche Intelligenz, was die da in dem System haben, was könnte derjenige denn meinen, der da gerade das Ding anblökt. Und das ist halt eben schwierig bei diesen neuen Systemen, außer man kauft sich sowas dazu. Und der Hersteller, der macht irgendwie eine Kooperation mit Soundhound. Kennst du ja sicherlich, ja, dieses Tracking von, ja, genau, Musiktiteln. Und muss mal einfach mal abwarten, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine große Hoffnung. Ich schätze mal, das wird relativ schnell in der Versenkung verschwinden. Aber das werden wir dann sehen. Jo, genau. So viel zum MWC. Da fällt mir noch ein, ja, also was. Hast du noch ein Highlight, genau, ja, bevor ich jetzt hier. Also jetzt so aus IT-ler Sicht gesprochen, ob es jetzt ein Highlight ist, mal dahingestellt. Die neuen Fritzboxen wurden vorgestellt mit Super Vectoring natürlich. Ja, genau. Also zum Beispiel die, die AVM Fritzbox 7583. Die unterstützt das neue Super Vectoring G-Fast mit 212 MHz und VDSL mit diesem Super Vectoring 35B. Ja, es sollen laut AVM-Downloadraten bis 3 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Ob sie in der Praxis natürlich nutzbar sind, ist mal dahingestellt, weil unsere deutschen Netze sind noch nicht so gut ausgebaut. Ja, obwohl man ja immer hört, auch von den Providern, wenn man jetzt zum Beispiel mal 5G anguckt, die warten teilweise echt auf Geräte. Also das hat man jetzt hier von der Telekom zum Beispiel gehört, die sagen, okay, hey, wir warten auf Geräte und wir sind mit 5G zum Beispiel, das ist ja auch der neue Mobilfunkstandard, der natürlich mehr Bandbreite bringt, aber der auch niedrigere Latenzen bringt. Und das ist ja eigentlich das Wichtigere. Dann brauchen die erstmal die Hardware dafür und das nächste ist halt dann, du brauchst auch Anwendungen dafür. Aber ja, klar. Bei 5G wird sich nochmal was ändern, weil wir reden ja hier nochmal von einer ganz anderen Wellenlänge. Das heißt, die Wellen sind kürzer, werden auch teilweise sind nicht so durchdringend, was bestimmte andere Medien angeht, also Luft und generell Stein, Holz und so weiter. Gebäude. Dementsprechend halt müssen auch mehr Masten aufgebaut werden. Beziehungsweise das ganze Infrastruktur muss angepasst werden und ich meine, wir haben ja da schon noch zwischen den verschiedenen Anbietern heutzutage immer noch extreme Unterschiede, was die Netze angeht. Also da müssen wir mal schauen. Auf das muss sich halt echt noch viel tun. Wenn man sich vor allem diese, sag mal, die E-Netze von damals anguckt, die sind ja noch weit zurück, aber vielleicht sagen die sich, okay, wir warten jetzt auf 5G und dann starten wir richtig durch, aber bleibt halt wirklich abzuwarten. Und was 5G angeht, das ist halt so der feuchte Traum eines jeden Mobilfunkmanagers, dass man dann halt wirklich diese ganzen Sachen wie vernetztes Fahren oder eben die ganzen Assistenzsysteme, IoT, alles über 5G laufen lässt. Da muss man halt einfach mal abwarten. Ich meine, diese Dienste, die gibt es noch nicht so in der Form. Und dann ist ja in Deutschland wieder dieses leidige Thema Drosselcom und die Mobilfunktarife mit Volumen. Das ist ja auch so ein Thema. Muss man halt einfach mal abwarten, was dann in Zukunft geht. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und ich weiß, dass zum Beispiel auf dem MWC wurde halt zum Beispiel auch Virtual Reality über 5G präsentiert, um einfach zu zeigen, Mensch, die Latenzen, die sind so gering, da kannst du sogar VR-Geschichten drüber laufen lassen. Aber muss man einfach mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und ja, bis es nach Deutschland kommt. Im asiatischen Bereich ist es jetzt schon teilweise alles on air sozusagen, aber hier in Deutschland, naja. Also spannend, was im Thema zum Mobile Work Congress mir noch dazu noch einfällt. BMW hat ja einen i3 als selbstfahrendes Auto vorgestellt und da in Bezug sind natürlich auch die neuen Netze 5G sehr interessant für eben dieses autonome Fahren. Dinger müssen ja ständig kommunizieren, die Netze müssen gut ausgebaut sein. Der i3, den sie vorgestellt haben, ist so ein bisschen Anlehnung an den Tesla, großer Touchscreen, du gibst dein Ziel ein, das Ding fährt dich dahin, du kannst während der Fahrt irgendwie Filme gucken oder Musik hören, du kannst dir Informationen anzeigen lassen, was du halt willst, surfen. Wenn du angekommen bist, dann tust du dich einfach abmelden mit deinem Smartphone und dann ist das Fahrzeug für andere wieder freigegeben. Das ist die Idee dahinter. Ja. Genau. Das ist natürlich schön. Also ich denke mal, da können wir gespannt sein und wir werden euch da definitiv auch auf dem Laufenden halten.
so als Technik-Freaks und Fans Fall, ist es natürlich schon geil, was da passiert. Telekom übrigens ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die wollen ja auch mit einem Sprachassistenten an den Start gehen. Und das ist so eine Geschichte, das wird auch wieder so ein Thema Totgeburt. Und Telefonica hat da ja auch schon was angekündigt. Bei der Telekom heißt diese Sprachbox Magenta. Wer hätte das gedacht? Oh Wunder. Welche Farbe hat sie wohl? Genau. Also ich bin da wirklich sehr skeptisch und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Und ich hätte ja gern so einen kleinen Marcel Davis. Das ist auch lieber Assistent. Ja, Marcel, bitte, wie wird das Wetter heute? Checken wir meine Mails. Ja, das ist halt so eine Geschichte, muss man einfach mal abwarten. Aber ich denke mal, Sprachassistenten, da machen wir nochmal einen extra Podcast. Da denk kann ich auch viel erzählen, nachdem ich ja mittlerweile so einen Amazon Echo hier stehen habe. Ich darf den Vornamen nicht sagen, sonst antworte die gleich. Aber Sprachassistenten auf jeden Fall sehr interessantes Thema. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Wir reden schon 50 Minuten übrigens, also wir überziehen heute so ein bisschen leicht, aber hey, Pilotfolge, wir gönnen uns heute mal was. YouTube-Demonetarisierung, David. Ja. Erzähl doch mal kurz, was da eigentlich passiert. Also wenn ich das so richtig im Kopf habe, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, geht es ja darum, dass YouTube sich mit den neuen Richtlinien ausgedacht hat, dass du als YouTube-Kanal eine bestimmte Abonnentengrenze überschreiten musst und zudem auch noch eine bestimmte, nennt man das Video, Laufzeit, also eine bestimmte Laufzeit, die User deine Videos geschaut haben müssen, Abspieldauer, von deinem Content, von deinem Material quasi erreichen musst, damit du das Partnerprogramm von YouTube zum Beispiel zum Monetarisieren, also zum Werbung schalten, noch nutzen kannst. Und das Problem dabei ist natürlich, zum einen liegt natürlich dadurch YouTube die Messlatte extrem hoch, weil es wird natürlich immer schwieriger, jetzt noch Fuß zu fassen in der Branche. Und zum anderen wollen sie natürlich damit auch verhindern, dass bestimmter Content oder dass halt bestimmter, ich sag jetzt mal, Crap-Content auf die Plattform kommt. Wobei ich das so ein bisschen... Konkret ging es ja zum Beispiel, man muss dazu sagen, es gab ja auch vor ein paar Monaten das Problem, dass die YouTube-Trends geknackt wurden. Genau, ja. Wie auch immer das passiert ist, was ist da passiert? Ganz einfach, es haben Leute herausgefunden, wie sie mit... wenigen Mitteln oder wie sie es halt schaffen mit Crap-Content, also wir reden jetzt nicht von irgendwelchen minderwertigen YouTubern, die Pranks machen, sondern wirklich Crap-Content, was weiß ich, Fernsehprogramm aufgezeichnet oder irgendwie das Wetter gefilmt draußen, wie sie damit auf die Startseite kommen und eben halt auch Klicks abgreifen, dadurch, dass sie eben in den Trends sind. Also die haben diesen Algorithmus von YouTube irgendwie umgangen, wie auch immer, und haben das natürlich gemacht, weil sie diese Videos monetarisieren können. Das heißt, die haben ein Video hochgeladen, haben vielleicht 5 Abonnenten und waren mit dem zweiten Video schon in den Trends, aus irgendeinem Grund, weil sie es eben hingekriegt haben. Und das ist so der Grund, warum YouTube versucht, also mit der Grund, versucht jetzt diese Partnerschaft, diese Monetarisierung, und es geht wirklich nur um die Monetarisierung in der Partnerschaft. Wenn du eine Partnerschaft hattest, und hast diesen Schwellenwert von, ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt, 1000 Abonnenten und 4000 Wiedergabestunden nicht erreicht, dann hast du auch wirklich nur diesen Monetarisierungsbereich verloren. Also du hast alle Partner-Features behalten, sprich Livestreaming, Anmerkungen, ich glaube modifizierte Thumbnails, das ist ja glaube ich auch noch ein Partner-Feature, glaube ich, weiß ja, ich jetzt irgendwie gar nicht sowas, genau. Ja. Oder war es zumindest dein Abonnement, mal... War das noch, ist das immer so, dass dein Abo-Button auch irgendwo anders angezeigt werden konnte, oder war das früher? Das kann noch früher sein, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber du hast auf jeden Fall, hast du die ganzen Sachen behalten, nur die Monetarisierung, die ist einfach jetzt ab Mitte Februar ist die dann einfach weggefallen. Das kann man kritisch sehen, also wir von QSO4U, wir sind mit 2 von unseren 3 Kanälen betroffen, der Kanal hier nicht, weil wir halt über 1000 Abonnenten sind. Erstmal danke für eure Unterstützung und für euer Dranbleiben, sag ich mal. Und bei den anderen Kanälen, bei dem Gaming-Kanal, beim TV-Kanal, da sind wir einfach unter diesem Limit und
haben eben unsere Monetarisierung verloren. Man muss allerdings dazu sagen, erstmal waren es nicht unsere Hauptkanäle. Also der Fokus, der liegt einfach auf dem Technikkanal, auf dem Tech-Channel hier und nicht auf den anderen Kanälen. Und zum anderen, die paar Cent, muss man mal wirklich sagen, die Monetarisierung da einbringen, ja, das deckt ja nicht mal die Stromkosten von den Videorendern, also von den Videos, ja, die ich da veröffentliche. Ist so, also muss man auch mal realistisch bleiben. Und ich denke mal, dass auch auf dem Tech-Kanal hier die Werbeeinnahmen nicht mal die Stromkosten abdecken. Wahrscheinlich nicht mehr für die Aufnahme gerade. Ja, das schon, aber ich sag mal so, die Kosten eben von den Videorendern oder so, oder die Serverkosten, die wir haben, werden sowieso nicht damit gedeckt. Aber das muss man einfach mal sagen. Deswegen ist der Verlust, oder sehe ich zumindest persönlich so, oder auch aus Sicht als Projektleiter von Kurso4U, sehe ich das eigentlich nicht mal so kritisch. Klar, man könnte sagen, das ist ein Anreiz, aber ich finde halt, wenn Geld auf YouTube der Hauptanreiz ist, dann ist es auch, denke ich mal, falsch. Weil, das ist halt so, klar, ich meine, ich komme, oder wir beide kommen ja eigentlich noch aus dieser YouTube-Zeit mit Cold Mirror, mit damals mit YTT noch, mit die damals noch groß waren. Da waren viele Kanäle dabei, einfach, das waren Enthusiasten. Ja. Die hätten das Ganze auch gemacht, wenn es kein Geld gegeben hätte und alles. Und deswegen denke ich mal, denken wir da anders drüber, aber es gibt natürlich mittlerweile genügend Leute, die das einfach als Geschäftsmodell sehen, YouTube, und das ist halt dann wieder eine andere Geschichte. Ja, es ist aber leider, es hat sich halt extrem gewandelt, das stimmt auf jeden Fall. Ja, kurzum, auf jeden Fall, wir sind da auch weg vom Fenster, und was hat sich verändert auf YouTube? Also ich habe jetzt keine großen Einbußen gesehen, irgendwie bei anderen Leuten, dass Leute gesagt haben, ich muss jetzt den Laden dicht machen, anders wie es vielleicht schon öfters war bei anderen Algorithmusänderungen auf YouTube. Ja, ich denke mal, das ist verschmerzbar. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich sag mal so, wie ich ja vorhin gesagt habe, es wird halt schwieriger, Fuß zu fassen, aber ich bin der Meinung, man hat dadurch auch ein bisschen die Hemmschwelle hochgesetzt, YouTube nur zu machen um Geld, weil du musst halt, ich meine, die ersten 1000 Abonnenten sind nun mal die schwersten, die ersten 10.000, ja, und genau, das war ja auch irgendwie so ein bisschen das Ziel. Ich sehe es so ein bisschen gespalten, aber prinzipiell, Mai, also ich frage es, ob es überhaupt noch möglich ist, heute jetzt groß Fuß zu fassen. Wir haben inzwischen Kanäle, die halt die 3-4 Millionen Abonnenten-Marke in Deutschland überschreiten. Ich meine, wo ich damals irgendwie für YouTube überhaupt mal selber Videos hochgeladen habe oder so, da war das größte, ich weiß nicht, da hatten Leute 100.000 Abonnenten, das war damals halt mega. Heute, ja, das ist ja so eine Verschiebung, ja. Ist halt die Frage, ich sag mal so, ich sehe es, wie gesagt, zum einen positiv, zum anderen ist es natürlich so ein bisschen eine Abschreckung, aber ich meine, wenn man wirklich Bock hat und passioniert es durchzieht, da kenne ich auch noch ein paar Kanäle, die halt, weil der Content einfach gut war, trotzdem in die Charts gekommen sind, trotzdem hochgekommen sind, sich hochgearbeitet haben. Mhm. Und sowas unterstütze ich dann auf jeden Fall auch. Ja, genau. Also ich sag mal so, wenn man das mal auf die Wirtschaft runterbricht, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen Partner von einem anderen Unternehmen werden möchte, dann muss ich ja auch gewisse Sachen vorweisen. Genau, ja, das ist ja also, das. Sprich, ich möchte zum Beispiel Partner von Microsoft werden und möchte mit meinem Unternehmen Dienstleistungen für Microsoft erbringen, dann muss ich auch eine gewisse Qualifikation mitbringen. Wenn ich jetzt Partner von YouTube werden möchte und ich kann das einfach machen, indem ich sage, hey, hier ist mein PayPal-Konto oder hier ist mein Konto und jetzt schaltet mal Werbung, ist vielleicht auch der falsche Weg gewesen. Es hat falsche Anreize einfach gesetzt, bei Leuten YouTube-Videos zu produzieren. Das ist so die eine Geschichte. Natürlich ist es sehr schwierig, gerade in dem Mainstream-Content-Bereich, nenne ich es mal, Fuß zu fassen und da eben groß zu werden. Aber wenn man sich mal so umguckt, sag ich mal, in den Nischenbereichen, dann ist es durchaus noch möglich, in Nischen halt Abonnenten zu kriegen. Ich meine, klar, dadurch, dass es eine Nische ist, wirst du keine 100.000 oder mehr kriegen. Aber du kannst trotzdem noch relativ groß werden und deswegen, ich sehe das alles nicht so kritisch. Es wurde viel darüber diskutiert und es wurde auch viel kritisiert, aber ich finde, das ist eigentlich noch eine der verschmerzbareren Sachen, die halt eben auf YouTube passieren. Ich denke mal, da ist es eher wichtig, zum Beispiel die Sache mit der Schleichwerbung anzugehen. Der YouTube-Algorithmus selber
ist ja auch nochmal so der eine Sache. Der Algorithmus selbst ist auch sehr fraglich. Genau, da habe ich jetzt noch ein ganz interessantes Video gesehen wieder zu dem Thema. Das ist schon echt krass, was dieser Algorithmus da teilweise auserwählt. Der ist ja quasi wie so ein Teufelskreislauf. Der schiebt dich ja immer tiefer in diese ganze... Die ganze Welt von diesen teilweise unterirdischen YouTube-Videos, die du eigentlich gar nicht sehen willst, ja, das ist halt echt ein Problem heutzutage. Da muss man sich mittlerweile auch technisch behelfen. Ja. Aber ich glaube, da machst du mal ein Video dazu oder so. Ja, machen vielleicht, genau. Wie man sich wehren kann, damit man keinen Scheiß auf YouTube vorgeschlagen bekommt. Ja, aber das ist eben so ein Thema, der YouTube-Algorithmus, da weiß halt auch niemand so genau, wie das Ding funktioniert. Und die Leute, die begreifen, wie es funktioniert, die werden das natürlich für ihre eigenen Zwecke, ja, ich will jetzt nicht sagen missbrauchen, aber sie werden es benutzen. Auf jeden Fall, natürlich. Mal so aus. Und das ist einfach schwierig. Genau das Gleiche halt eben mit Product Placements. Da muss ich halt auch wieder sagen, okay, das ist dann auch wieder ein Teufelskreis, weil wenn du sagst, okay, mein Kanal, der kostet wirklich viel Geld, aus irgendeinem Grund, hochwertige Produktion oder so, dann hast du halt nicht die Möglichkeit, mittendrin zu starten, aber weil du halt das Geld nicht hast. Du hast das Dilemma, du hast keine Zuschauer, hast keine Einnahmen durch Werbung. Kannst aber keinen Content produzieren dadurch. Genau, und hast auch die Möglichkeit, nicht Werbepartner zu bekommen, weil wenn du keine Zuschauer hast, dann hast du auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Placements zu machen. Also das ist so ein Teufelskreis, aber das ist ja auch im Unternehmensbereich so. Wenn ich jetzt ein Unternehmen aufbaue, dann habe ich ja auch wieder die Situation, dass ich, außer ich erbe irgendwas oder ich heirate irgendwo rein oder wie auch immer, habe ich ja immer den Status Null, wo ich anfange und versuche mich dann irgendwie zu steigern. Und das habe ich halt eben auf YouTube auch. Und ja, das muss man halt einfach so akzeptieren. Und ich denke mal, jeder, der mit YouTube anfängt, der muss sich halt einfach bewusst sein, auf was er sich da einlässt. Und wir haben ja auch schon mehrfach, also ich glaube, wir könnten bald Bücher darüber schreiben, was wir schon alles erlebt haben auf YouTube, auch mit YouTubern. Aber ich glaube, da machen wir nochmal eine eigene Podcast-Folge draus, Fall, ja. Weil das würde hier den Rahmen echt sprengen. Aber ich denke mal, zum Thema YouTube könnte man sagen, ist heute alles gesagt. Bei uns geht es auch weiter. Wir haben die Monetarisierung bei 2 Kanälen verloren. Wir leben noch und wir machen auch weiter. Wir sagen jetzt nicht, oh, wir haben keinen Bock mehr. Eigentlich eher im Gegenteil. Das motiviert uns dann auf dem Tech-Kanal, sag ich mal, das Ganze weiter zu professionalisieren, regelmäßig Videos zu bringen. Und ich denke mal, das ist für euch auch eine gute Sache. Und da knüpfen wir einfach dran an. Und eins soll noch gesagt sein, weil ich es vorhin so ein bisschen gesagt habe, wegen Finanzierung. Wenn wir Placements bringen sollten mal irgendwann, dann werden die auch definitiv ordentlich gekennzeichnet. Dafür, wollte ich schon sagen, dafür stehe ich mit meinem Namen oder dafür stehen wir mit unserem Namen. Aber es ist wirklich so. Ja. Also wir würden jetzt nicht irgendwelche Placements bringen. Und würden das nicht kennzeichnen. Wenn man das schon gescheit, dann erkennt man das auch richtig. Und so soll es eigentlich auch sein. Und da gibt es auch einfach einen Grund, sag ich mal, da könnt ihr mir vertrauen oder könnt ihr mir nicht vertrauen, aber einen Grundsatz gibt's, der ist völlig legitim sein oder der ist immer da bei Technik-YouTubern, ist die Geschichte mit der Schleichwerbung noch gefährlicher als bei anderen YouTube-Kanälen, weil bei Technik-YouTubern hast du halt ein Publikum, das, sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, intelligenter ist, das klingt so arrogant, aber die sich halt mit der Materie mehr beschäftigen, die tiefer drin sind und die sich die Sachen auch hinterfragen. Das hast du bei Beauty vielleicht weniger, weil das sind Leute, die interessieren sich jetzt nur für die Sache als solches, aber nicht für die Plattform YouTube und für Technik und für die Maschinerie, die dahinter steht. Und deswegen ist es ganz gefährlich, als Technik-YouTuber irgendeinen Scheiß zu treiben mit Placements. Und ich denke mal, dass das auch relativ schnell auffliegt, wenn du da ein Placement reinpackst und es nicht richtig kennzeichnest oder auch Produkte falsch bewertest und so weiter. Deswegen denke ich mal, wenn man als Technik-YouTuber was auf sich hält und das einigermaßen professionell betreibt, dann wird man sowas nicht eingehen. Und das ist so ein bisschen noch der Vorteil von unserer Nische, die wir eben hier auf YouTube bespielen, sag ich mal. Denke ich auch, ja. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, brechen wir das letzte Thema an, oder? Genau. Das ist ja so ein Thema, wie soll ich sagen, da sind wir auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Mhm. So, du hast ja damit schon ein bisschen mehr Erfahrung, David. Deswegen ist ganz gut, dass du halt hier auch heute mal mit dabei bist. Discord.
Discord ist ja so der, wie soll man sagen, wurde ja so gehypt als Ersatz für Teamspeak, für Mumble, für Skype und als, ja, als Plattform, die man nutzen sollte, wenn man ein moderner Gamer ist. Und jetzt ist halt die Frage, ist es denn wirklich so gut, David? Ich sag mal so. Ich meine, wir kommen ja aus einer Welt irgendwie EQSO, FRN, ja, das war ja so die ersten Voice-over-IP-Anwendungen. Inzwischen hat sich ja da schon einiges getan. Gut, das waren aber auch Voice-over-IP-Anwendungen, muss man dazu sagen, die eben für Funk gemacht wurden. Also das heißt also für den Sprachfunk. Natürlich. Viele von euch werden es gar nicht mehr kennen, CB-Funk, sowas. Also was Also so früher richtig oder mit so was die einer Taste in Trucker, der Hand zum Sprechen und so. genau, was die Trucker praktisch im LKW haben, um sich zu unterhalten, machen ja viele mittlerweile immer noch. Ja, ich Ich auch. glaube, das ist der einzige Bereich, der, sag ich mal, immer noch so ist wie vor 20, 30 Jahren von der Kommunikation her. Da kommt es her. Aber ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen, Ja, nur alles um gut. halt für euch mal so ein bisschen einzuordnen, für was war die Software eigentlich da? Und die war ja eigentlich gar nicht dafür da, um darüber zum Beispiel Gaming zu betreiben oder was weiß ich, hochqualitative Natürlich nicht, Audiokommunikation zu genau. bewerkstelligen. Genau, und ja, ursprünglich kam es ja daher, Mumble, dann kam ja TeamSpeak 2, hatten wir auch lange Zeit mit TeamSpeak 3. Und TeamSpeak war ja dann immer so das Ding für Gamer, wo die Kommunikation stattgefunden hat. Man hatte auch ziemlich viele Möglichkeiten, das zu administrieren, mit eben diesen ganzen Rechten, die man vergeben kann und so weiter. Wir sind ja eher so auf Mumble unterwegs. Das ist jetzt nicht so auf die, würde ich sagen, auf Gaming spezialisiert. Da hat sich TeamSpeak halt groß gemacht. Und jetzt ist halt eben Discord so da reingegrätscht und halt gesagt. Ja, würde ich bei Mumble würde ich es gerne mal so Ja, meinst du sagen, nicht? weil zum Beispiel die ESL ja auch Mumble benutzt, Gut, stimmt, habe ich jetzt vergessen, ja. wegen der Da Latenz. hast du Also recht. vielleicht haben sie es mittlerweile auch gewechselt, aber mein Stand war immer noch, also sie haben es definitiv mal verwendet. Und Mumble muss man noch dazu sagen, ist Open Source, Ja. und TeamSpeak ist halt eben ein Unternehmen aus Genau, ja. Deutschland sogar. Genau, also bei Discord ist es so. Sie haben auch eine kostenlose Voice-over-IP-Client-Anwendung. Und die Idee ist, dass sie haben sich halt spezialisiert, so eben auf junge, sich für Computerspielen interessierende Zielgruppe. Es soll eine Alternative eben zu Skype und TeamSpeak sein. Aber Discord kann halt noch viel mehr als jetzt, also würde ich jetzt sagen, als jetzt ein TeamSpeak oder ein Mumble kann. Zum Beispiel hat man die Möglichkeiten, Bots zu nutzen. Man kann eben selber auch Bots programmieren, die dann als User reinkommen. Das, was viele auf TeamSpeak oder auf Mumble halt mit irgendwie einem kleinen Server gemacht haben, wo dann irgendwie Musikstreaming rüber lief, gibt es halt bei Discord fertig in Bots. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch zur Verwaltung, zur Administration. Und an für sich finde ich Discord auch echt super. Das Einzige, was meiner Meinung nach halt so ein bisschen mich stört, das ist halt dadurch, dass es so viel kann, ein bisschen überladen. Und ich will halt bei Voice-over-IP, ich persönlich etwas, womit ich halt kommunizieren kann, gut kommunizieren kann und nicht irgendwie noch 5000 andere Funktionen. Das muss man sich halt im Klaren sein. Ansonsten, qualitativ, ist Discord auch echt gut. Aber, was auch noch einen Unterschied ausmacht, bei Mumble oder TeamSpeak hat man eben seine Server selbst gehostet in der Regel oder hosten lassen. Bei Discord funktioniert das Ganze über der ihre Plattform. Also man hat quasi kostenlos die Möglichkeit, sich selbst so einen Discord-Server zu machen. Wenn man mehr Funktionen möchte, kann man gegen einen Aufpreis eben Discord Nitro, heißt es, glaube ich, Discord Nitro Plus oder so nutzen. Dann hat man mehr Funktionen. Dementsprechend ist natürlich auch so ein Pay-Modell, wenn man das denn braucht. Was mir dazu jetzt auch spontan noch einfällt mit dem, was jetzt besser ist dazwischen, können wir zum einen Videos diskutieren. Für die Leute, die vielleicht auch ganz gern mal Videos dazu schauen, zum Beispiel eines Tech-Tipps hat ein schönes Vergleichsvideo gemacht, wo sie alle Vor- und Nachteile von Discord nochmal schön auflisten. Nur so als Empfehlung, wenn es jemand noch interessiert. Ich persönlich, wie gesagt, ich mag es ja auf jeden Fall, aber es ist halt echt überladen. Teilweise kann es einfach zu viel und das gefällt mir dann wieder nicht. Ja, kann man geteilter Meinung sein. Also was ich dann sehr kritisch sehe, ist halt eben das Thema, ja, ich weiß nicht, wo das läuft. Ja. Ich meine, klar, vielen Gamern ist es völlig Wurst, sind wir mal ehrlich. Also Gamern ist es wahrscheinlich relativ egal, ob das jetzt auf einem eigenen Server läuft, ob der Server in Deutschland steht, ob die Verbindung verschlüsselt ist, ist eigentlich für Gamer relativ egal, würde ich jetzt mal Für die behaupten. meisten denke ich ja.
Genau, aber für so Sachen, also wir bei Kurs of You kann man ja sagen, wir benutzen ja Mumble hier auf unserem eigenen Server, auch um zum Beispiel geschäftliche Sachen abzuwickeln oder halt eben Team-Meetings zu machen oder auch mal unter Umständen auch mal einen Kundensupport oder irgendwas. Und das ist eine Geschichte, das mache ich halt ganz gerne auf einer eigenen Plattform, auf einem eigenen Server. Da weiß ich auch, wo meine aber Daten dafür, bleiben. genau, da weiß ich, wo meine Daten bleiben. Das Ganze ist bei Discord so ein bisschen nebulös, also man weiß nicht genau, wer jetzt dahinter steckt. Das ist, glaube ich, eine Discord-Inc. oder so. Also eine klassische Unternehmensgesellschaft halt in den USA, die dahinter steht irgendwie. Aber man weiß trotzdem nicht so, was für Ziele verfolgen sie. Das Einzige, was ich halt ganz gut finde jetzt, was aus meiner Sicht ein gutes Zeichen ist, dass sie eben diese Abos anbieten, weil das zeigt ja dann trotzdem, okay, die haben vor, sich dann doch irgendwie zu finanzieren. Müssen sie, ja, weil ja sonst klar. Musst du dir immer, ja, aber du musst dir immer die Frage stellen, wie verdienen genau die ihr das, Geld, das. Wie kommen dann die muss an es ihr ja bei Geld Daten ran? irgendwie klappen. Das ist halt das. Genau, wenn das jetzt nicht da wäre, dann müssten die ja über Daten ihr Geld verdienen. Und dann ist es halt wieder was, wo ich sehr problematisch sehe. Auf der anderen Seite brauchst du halt bei Discord nicht mit Datenschutz anzukommen, ja. Weil das ist ein US-amerikanisches Unternehmen und die haben auch, also die werden Teufel tun und der deutschen Datenschutzgrundverordnung da, dann könnten sie gleich oder, dicht machen. Also das machen die einfach nicht. Brauchen sie auch nicht, weil das ist nicht ihr Fokus, aber das nur mal am Rande. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, Discord Nitro kostet im Jahr 49,99 und im Monat kostet es eben 4,99. Dann war es so, ja. Ja, muss jeder selber wissen, du hast dann halt sowas wie einen animierten Avatar ja, drin. Braucht, ne? Ja, das ist dann auch schön. Du hast eine Bildschirmübertragung in höherer Qualität, also 1080p und 30 FPS. Das ist vielleicht auch ein Feature, muss man sagen, ist ganz cool. Du hast halt auch die Möglichkeit, Videochat zu machen. Also genau, das auch. Das, was, wo man halt sagen muss, das unterscheidet sich halt doch nochmal von Teamspeak und Mumble, weil da kannst du halt nicht wie einen Anruf quasi machen. Das geht da halt eben nicht. Genau. Und du hast halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Dateien und so weiter zu verschicken. Geht zwar auch bei Teamspeak, aber das geht halt auch über Discord. Und ein Feature, das ist für mich so eigentlich das Highlight mit gewesen, weil ich muss ehrlich sagen, das haben die anderen beiden alle verpennt. Also ob das jetzt ein Teamspeak ist oder ein Mumble, das ist ein Webclient. Ja, definitiv. Und dass man halt sagt, okay, scheiß auf die Plattform. Klar ist der Dienst für Gamer optimiert, aber viele Gamer sind auch Freunde untereinander. Die wollen sich auch mal mobil unterhalten, die wollen auch mal vielleicht chatten miteinander. Und das hat eben Discord verstanden. Die haben gesagt, okay, scheiß auf die Plattform, wir bieten das als Handy-App an, als Webdienst und du kannst dir einen richtigen Client auf dem Rechner installieren, der halt ein paar Vorteile hat, zum Beispiel wenn du Push-to-Talk oder so hast, dann funktioniert das halt systemweit, wenn du es nur im Browser hast, geht es halt nur im Browser genau. selbst. Die App ist auch sehr gut, also muss ich sagen, die App funktioniert wirklich gut auf allen Plattformen, die Web-Oberfläche funktioniert auch sehr gut. Wie du schon gesagt hast, da haben also die anderen Plattformen ein bisschen verschlafen. Und die haben halt auch eben Schnittstellen jetzt in Richtung zum Beispiel Facebook, dass du halt sehen kannst, also du hast ja natürlich dadurch, dass es ein zentraler Server ist oder ein zentrales System, hast du halt einen Account und dann kannst du zum Beispiel mit einer Verbindung zu Facebook checken, welche Freunde von mir haben denn auch Discord oder über Skype dich verbinden und gucken, welche Kumpels haben denn Discord. Das geht auch alles oder du kannst einblenden lassen, was für Musik du gerade auf Spotify streamst. Genau, ja. Das sind alles so Geschichten, die sind eigentlich schick, muss ich ehrlich sagen, na klar, nicht unbedingt notwendig, wenn man jetzt wirklich nur sprechen möchte, sich unterhalten möchte, aber es ist einfach ein schickes Feature und ich denke mal, das macht auch Spaß. Ja, auf jeden Fall, also ich bin gerne drauf, ja, die Qualität ist auf jeden Fall nicht irgendwie schlechter oder so, aber wie gesagt, man muss halt im Klaren sein, Daten und so weiter, was das halt angeht, wo die liegen, ne, während das wichtig ist, braucht man das, kann ich nicht verwenden. Was ich noch cool finde, wo ich auch sagen muss, das gefällt mir echt gut, ist einfach, die Chatmöglichkeit ist einfach viel angenehmer als bei Mumble, bei Teamspeak, man kann das so moderieren. Dann das mit den Bots zum Beispiel, finde ich auch echt cool. Da bietet es schon seine Vorteile. Der Chat erinnert ja so ein bisschen an IRC. Auf jeden Fall, ja. Es gehen GIFs, Bilder, man kann Videos reinlinken. Ja. Man kann, wie gesagt, Musikboards gibt's fertig. Dadurch, dass es halt auch, selbst der große Client, der ist ja auch mehr oder weniger ein Webframe, was da geladen genau, ja. wird.
Und dadurch ist es halt auch möglich, zum Beispiel Vorschaubilder von Videos von YouTube oder so anzuzeigen im Chat. Das sind alles so Sachen, die sind bei TeamSpeak halt nicht möglich, ne? Also da hat TeamSpeak echt sehr viel verpennt. Was ich auch cool finde, ich meine, das brauchen wahrscheinlich die wenigsten, aber wenn man jetzt auf mehreren Servern unterwegs ist und dann halt auf mehreren Servern Standby ist, sag ich mal, weil man wartet, dass da jemand einen anschreibt oder wie auch immer, dann ist es bei TeamSpeak eine Krankheit und bei Mumble ist es eigentlich, wie soll ich sagen, das ist sehr schlimm auf jeden Fall bei Mumble. Was hast du meinst? Auf mehreren Servern gleichzeitig online zu sein und halt nur Standby, AFK oder halt gemutet. Das ist eine Katastrophe. Bei Discord hast du die Möglichkeit an der linken Seite, da gibt es so ein Menüband und da packst du deine ganzen Server rein. Dann kannst du sagen, okay, den Server mute ich, den Server abonniere ich, da will ich nur eine Benachrichtigung kriegen, wenn ich erwähnt werde im Chat. Das ist eine super Sache und du loggst dich in einen Discord-Account von dir ein und du bist auf allen Servern. Genau, das finde ich auch eine präsent. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Das ist super praktisch und das ist halt so eine Geschichte, die würde ich mir bei TeamSpeak wünschen. Und ich frage mich echt, was gerade bei den Jungs von TeamSpeak abgeht. Ob die jetzt, sag mal, richtig Panik schieben oder die sagen, ja, Discord, das wird schon irgendwann wieder vorbeigehen. Also ich hoffe, dass sie Panik schieben und dass sie dann bei der Entwicklung von TeamSpeak 4, ich weiß nicht, ob das kommt, keine Ahnung, aber dass die halt dann da richtig Gas geben und sowas einfach zum Selbsthosten rausbringen. Das wäre halt auch geil, ja. Also gerade für uns ist unser einer, wo wir alles gerne selber hosten, ist ja natürlich eine super Sache. Ja klar, als IT-Unternehmen, sag mal, hostest du natürlich deine Sachen lieber selber und vor allem, du kannst halt auch Schnittstellen bauen und wie schon angesprochen, eben dieses Datenschutzprinzip. Ja, das ist halt, und vor allem, du hast halt diesen berühmten Single Point of Failure, wenn halt wirklich diese ganze Plattform mal irgendein Problem hat, dann geht halt kein einziger Discord-Server mehr. Bei TeamSpeak, wenn ein TeamSpeak-Server ein Problem hat, naja, dann gehst du halt auf irgendeinen anderen von den 20, 30 Millionen auf der Welt. Das geht ja dann trotzdem. Das ist halt einfach diese Geschichte, das hat man dann nicht in der Hand und man muss darauf vertrauen, dass es eben funktioniert, wie es halt in der Cloud ist. Aber wie gesagt, für den Otto-Normal-Gamer sind das alles so, das sind jetzt schon ob das relevant so ist für ihn, ist halt die Frage, ne? Richtig, das interessiert eigentlich nur einen ITler mehr oder weniger oder Leuten, die halt eben hohes Datenschutzbewusstsein haben oder was auch immer. Aber ich hoffe halt einfach, dass TeamSpeak da nachzieht. Bei Mumble, muss ich ehrlich sagen, habe ich da wenig Hoffnung, weil da muss man halt wirklich mal, ich will jetzt kein Open-Source-Bashing machen, aber solche Sachen... Ja, solche Sachen sind bei Open Source immer schwierig. Also gerade grafische Oberflächen, das erlebe ich immer wieder. Also wenn Open Source Software grafische Oberflächen mitbringt, ob man die dann so nennen darf, ist dann die Frage, ne? Ja, dann ist die immer, ich nenne es mal, schwierig. Und das ist halt eben der Punkt. Und bei TeamSpeak, das ist eben eine kommerzielle Software. Und ich könnte mir vorstellen, dass die da, was die grafische Oberfläche angeht, einmal Gas geben werden und auch müssen. Denke auch, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und ein Webclient. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert gestern nochmal als Vorbereitung auf den Podcast in Richtung TeamSpeak. Mhm. Da habe ich in einigen Foren auch was gelesen, dass es sehr kompliziert sein soll, da eine Weboberfläche zu bauen, weil scheinbar TeamSpeak in der falschen Programmiersprache programmiert ist. In der falschen Programmiersprache, okay. Oder, ja, es ist halt eine C-Sprache, ja, es ist halt gut, schwierig, das stimmt, dann. Da irgendwie eine Weboberfläche zu bauen. Da hat sich's halt Discord, ich meine, gut, die sind, wie soll ich sagen, die sind so richtig in Zeit an den Markt gegangen. TeamSpeak ist so der Dinosaurier unter den Voice-over-IP-Lösungen. Und die haben sich dann da eingeklinkt und haben gesagt, okay, wir hinterfragen einfach mal alles, was die machen. Wir hinterfragen alles, wir bauen die guten Features von TeamSpeak rein, wir bauen die guten Features von Skype rein und wir machen das Ganze webbasierend und wir schauen, dass es... wie man so schön sagt, mobile first. Man guckt, dass eben auch mobile auf jeden Fall funktioniert. Das ist halt auch wichtig. Und das hat einfach TeamSpeak irgendwie total verpennt. Warum absolut, auch immer. Aber gut, wir werden sehen. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Discord seht. Falls ihr Discord-User seid, dann würde ich euch natürlich empfehlen, auf unseren Server zu kommen. Sehr gerne. Discord.coursofforyou.com, da könnt ihr rein joinen und könnt euch da austauschen mit uns oder auch ohne uns, wie auch immer.
ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Ansonsten, wenn ihr die klassischen Formen bevorzugt, wir haben einen TeamSpeak-Server, wir haben einen Mumble-Server, alles public, könnt ihr natürlich auch weiterhin benutzen. Und ja, David, ich würde sagen, ja, sind wir soweit durch, oder? Wir sind eigentlich schon am Ende und schon ist gut. Wir sind jetzt hier bei fast 120 Minuten. Heilige Scheiße. Ja, für die Erstpilotfolge, da muss man natürlich was raushauen, muss man was präsentieren, genau, würde ich sagen. Da geht das klar. Wir haben aber auch Themen aufgegriffen, die halt wirklich ausufern. Ja, also, vor allem, wir reden ja auch beide gerne über solche Themen. Genau. Ich denke mal, wir sollten uns vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt es mal in die Kommentare rein. Sollen wir so viele Themen beibehalten oder sollen wir beim nächsten Mal einfach sagen, hey, wir machen einfach nur zwei Themen und das genau. reicht dann auch. Hier ist es einfach nur wichtig, also, für uns, von Feedback lebt das Ganze, also bitte seid ehrlich, schreibt dazu, wie taugt es euch und dann können wir da auch was dran machen. Genau, das ist die Pilotfolge und da wird noch viel dran geschraubt. Ich habe auch noch so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, die möchte ich jetzt natürlich hier nicht erwähnen, weil sonst kann es natürlich sein, wenn die dann nicht umgesetzt werden, dass es dann heißt, hey, was ist denn da los? Du hast doch gesagt. Aber ich denke mal, wir kriegen das ganz gut hin. Ich denke auch. In der nächsten Folge, die wird dann schon im April sein, Anfang April, also die erste Aprilwoche. Ich gucke gerade mal kurz auf den Kalender. Das wird der 2. April sein. Da wird dann die neue Folge erscheinen und mal gucken, was da eben für Themen anstehen. Ihr könnt natürlich wie immer Vorschläge geben. Genau, wunderbar, so, würde ich sagen. Wunderbar, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und abonniert unseren Kanal. Ciao. Servus.